Jessie und Dirk haben Großes vor. Den Garten verschönern. Profi-Handwerker Mick Wevers hilft ihnen dabei. Vorsicht mit der Schnur. Die Schnur ist nicht seins. Tonnenweise Material und jede Menge Arbeit. Daraus wollen Dirk und Jessie einen Hawaii-Garten zaubern. Handwerkserfahrung haben sie allerdings keine. Ich habe sowas noch nie gemacht. Vertraust du mir? Ich vertraue dir, aber ich zeig's dir trotzdem besser. Nur 5 Tage bleiben den dreien zum Selberbauen. Dann soll die Einweihungsparty steigen. Ja, jetzt lass dich schon wieder einfach ab. Ist doch Sand hier. Du musst aber sagen, wenn du absetzt. Komm, ich setz ab. So? Nur 5 Tage Zeit für Hula Tiki Bambus Bar. Ein Hawaii-Garten in Bonn. Der Garten der Familie ist schön groß. Aber besonders die Ecke mit dem Schuppen ist unaufgeräumt, gammelig und ziemlich öde. Passt eigentlich gar nicht. Denn Jessie, Dirk und der kleine Quentin sind alles andere als langweilig. Rock'n'Roll ist ihr Motto. Das wird von allen konsequent gelebt. Und Rock'n'Roll soll jetzt auch in den Garten einziehen. Wir wollen gerne eine Tiki-Bar haben, also Hawaii, Lounge, Flauschecke, wo man abhängen kann, wo man trinken kann, wo man grillen kann und wo man einfach Spaß haben kann. Die beiden haben sich ZDF-Profi-Handwerker Mick Wevers ins Boot geholt. Der gelernte Schreiner ist der ideale Bauleiter, wenn es um ungewöhnliche Bauprojekte geht. Das ist auf jeden Fall schon eine Aktion, die hier durchgeführt werden muss. Ne? Weil es ist eine Menge Platz, der A zur Verfügung steht und B auch genutzt werden soll. Von daher wartet da eine ganze Menge Arbeit. Oh ja. Also doch relativ viel Fläche, die zur Verfügung steht, wo bis jetzt noch nichts passiert ist. Genau, wir wohnen jetzt seit knapp 1,5 Jahren hier und irgendwie haben wir zwar das Klettergerüst für den kleinen Mann und vorne den Sandkasten, unsere Terrasse haben wir so ein bisschen nach Vordermann gebracht, aber hier hinten ist immer noch so totes Gebiet irgendwie. Totes Gebiet. Was ist denn mit dem Schuppen? Den müssten wir irgendwie integrieren. Das soll ja richtig hier aussehen wie am Strand, ne? Und dementsprechend wird das auf jeden Fall keine einfache Nummer. Nur so ein bisschen mehr Pep wäre nicht schlecht. Bisschen. Definieren Sie bitte ein bisschen mehr Pep, junge Frau. Was naja, wir haben oft Freunde zu Besuch und feiern gerne. Also ihr wollt ja so ein bisschen Strand, Beach-Flair haben und das in Richtung Hawaii-Tiki-Bar. Genau. Wie schon Elvis Presley sagte, Aloha from Hawaii. Also es ist einfach ein Lebensgefühl und im Sommer ist das, glaube ich, ganz nett, wenn man dann so ein bisschen Hula lässt mit diesen Blumen, die Ketten. Das passt uns ganz gut in Kram. Wir legen uns voll ins Zeug und ja, wir werden das schon hinkriegen. Hoffe ich mal. Mick hat keine Zeit zu verlieren. Bereits in 5 Tagen steigt die große Gartenparty. Dann soll die Tiki-Bar eingeweiht werden. Jessie und Dirk sind zwar Heimwerker-Neulinge, trotzdem wollen sie alles selbst bauen, um das Budget zu schonen. Micks Plan? Die Wellblechhütte auf Hawaii trimmen. Eine große Beachfläche drumherum, ein Dach und darunter die Tiki-Bar. Dazu jede Menge Deko und für Dirk eine große Grill- und Feuerstelle. Ziemlich aufwendig. Für Quentins Eltern geht die Schufterei direkt los. Erstmal die Ecke freiräumen. Mick will heute mit der Dachkonstruktion loslegen. Dafür brauchen sie für 4 Balken Betonfundamente und die müssen ein paar Tage lang austrocknen. Erste Frage, wo kommen die Fundamente hin? Wie gesagt, wir müssen einen rechten Winkel rausholen und das Verhältnis ist 3:4:5. Satz des Pythagoras. 3 Meter in die Richtung, 4 Meter in die Richtung ergibt eine Diagonale von 5 Metern. Den rechten Winkel müssen wir erstmal herstellen. Dementsprechend auch die Stangen setzen. Okay, ich habe mit Ach und Krach, glaube ich, 1 Punkt bekommen in der Schule. Von daher war das seit 20 Jahren das erste Mal wieder, dass ich irgendwas von Pythagoras gehört habe. Aber Ordnung muss ja sein, glaube ich, oder? Genau, denn das Dach muss stabil und gerade stehen. Für die Konstruktion braucht Mick Beton, 4 Balkenschuhe, 10 Holzbalken und ein Segeltuch. Kostet zusammen rund 450 Euro. Und was machen die Berechnungen? So, 5 Meter? Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt so einen rechten Winkel und können jetzt den anderen letzten Außenpfosten bestimmen. Okay. Gut? Wunderbar. Die Position der Fundamente ist geklärt. Mit einer Richtschnur müssen die beiden jetzt noch die exakte Höhe festlegen. Wenn man am Anfang nicht aufpasst, dass man so genau wie möglich, am besten natürlich haargenau arbeitet, überträgt sich das von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt hinterher so ins die Extreme, dass das Ding hinterher total krumm und schief ist. Und das wollen wir ja nicht. Endlich kann Dirk den ersten Spatenstich setzen. 4 Löcher ausheben für die Balkenschuhe. Und dann Beton anmischen. Das sieht aber schon nicht gut aus, weil der soll ja nicht zu flüssig sein, weißt du?
Ich mache ein bisschen schief und du schüttest mal so rein. Vorsicht mit der Schnur. Die Schnur ist nicht seins. Ich bin sehr ungeduldig, wenn es um Handwerkern geht. Also bei mir muss das eigentlich, oder generell, wenn ich was mache, muss man schnell Ergebnisse sehen. Und ich bin da relativ nachlässig, wenn es länger dauert. Das heißt, wenn wir das selber machen würden, würde das wahrscheinlich hinterher aussehen wie ein Eimer Scheiße. Gott, darf man das sagen? Mit Micks Hilfe soll alles ordentlich werden. Die ersten beiden Fundamente sind auch schon fertig. Die andere Seite muss Dirk alleine hinkriegen. Der soll ruhig mal was machen. Der kann auch mal was tun für sein Geld. Mick muss nämlich parallel weiter am Konzept basteln. Sein größtes Problem? Wie kriegt man hawaiianischen Tiki-Style in den Bonner Garten? Tiki kommt einfach daher, weil so diese ganze polynesische Kultur sehr stark in die Szene, in der wir uns bewegen, mit reinspielt. Das heißt, so dieses ganze Beach-Flair, Cocktail trinken am Strand, Hawaii, Surfen, das spielt da alles mit rein. Von daher ist das perfekt für uns. Jesse und Dirk haben zum Glück einiges an Accessoires zu Hause. Eine gute Deko-Basis. Ja, genau sowas hier. Genau das ist es. Also wie gesagt, so ein bisschen Schnickschnack haben wir schon da. Das können wir alles verbraten. Das ist gut. Ihr seid richtige Tiki-Fans, ne? Also richtig, richtig, richtig. Ja, ich denke, es gibt noch schlimmere Fans. Schlimm, was ist schlimm? Ja. Aber extremere Fans als uns. Aber es gefällt uns schon gut. Jetzt fehlen noch weitere Baumaterialien. Zum Beispiel was Stabiles und Wetterbeständiges für die Bar. Im Baumarkt gibt es viel Auswahl. Was eignet sich am besten für draußen? Mick setzt auf Siebdruckplatten. Siebdruckplatten wurden ursprünglich meines Wissens nach früher für eine Verschalung benutzt. Das heißt, wenn im Großbau, Straßenbau irgendwie was gegossen wurde mit Beton, hat man diesen Beton vorher oder beziehungsweise eine Schalung gemacht, einen großen Rahmen gebaut aus solchen Platten und dann wurde da Beton reingegossen. Die sind beschichtet. Das heißt, man kann die hinterher einfach wieder wegnehmen, ohne dass der Beton dran hängen bleibt. Okay. Heißt aber auch, dass sie natürlich Feuchtigkeit abkönnen. Very good. Ja. Zusätzlich haben sie Schilfrohrmatten und Kesseldruck imprägnierte Kanthölzer gekauft. Dirk ist auch fertig geworden. Quentin kann stolz auf seinen Papa sein. Die Fundamente sind gegossen. Und zwar so, wie Mick es wollte. Dein ersten Balkenschuh, dein erstes Punktfundament mehr oder weniger. Ja, hör mal, das erste Mal mit dem Pythagoras voll die krasse Linie gezogen und ein bisschen gegossen. Also von daher habe ich mehr gelernt als in den letzten 20 Jahren. Noch läuft alles nach Plan. Wer weiß, wie es morgen aussieht. Heute haben sie gerade das Nötigste geschafft. Der zweite Bautag. Mick will sich um die Wellblechhütte kümmern. Weg kann sie nicht. Deshalb will Mick sie auf Hawaii trimmen. Mit Kesseldruck imprägnierten Kanthölzern, speziellen Blechschrauben und Schilfrohrmatten. Hawaii-Look für gerade mal 161 Euro. Dirk geht dafür bei Profi-Handwerker Mick in die Lehre. Es geht ja darum, ich möchte jetzt hier Dachlatten draufschrauben. Blech dünn, Dachlatte ist dicker. Man schraubt niemals vom Dicken ins Dünne, wenn man irgendwas haben will, was halten möchte, sondern immer vom Dünnen durch ins Dicke rein. Aber wem sage ich das? Wem sage ich das? Ne? Einem alten Gärtner. Also ich versuche jetzt natürlich den Dirk ein bisschen ans Arbeiten zu kriegen, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, der nimmt das nicht so wirklich ernst. Also so kommt es zumindest bei mir an. Also einer von uns, ich weiß noch nicht wer, hält jetzt immer eine Latte und der andere schraubt von innen mit selbstschneidenden Blechschrauben, zack, durch. Ich denke mal, ich weiß, was er möchte, ja. Ich werde ihn da ein bisschen zur Hand gehen, damit das auch funktioniert. Kriegen wir hin. Das sieht so aus. Dirk hält die Latten, Mick schraubt. Jetzt drücken. Freestyle Rock'n'Roll. Die Unterkonstruktion ist dran. Und Dirk hat sich dabei nicht gerade verausgabt. Ein bisschen mehr Action könnte noch sein. Also die paar Dachlatten anmontieren ist okay, aber ich glaube, es geht gleich mal richtig zur Sache. Aber vorerst nicht auf der Hüttenbaustelle. Dirk muss arbeiten. Unterwegs mit Model und cooler Karre. Ein Fotoshooting steht an. Ja, meine Berufsbezeichnung ist relativ schwierig. Ich sage eigentlich immer, ich bin Grafikdesigner, Filmemacher und Fotograf. Also ich mache eigentlich alles, was irgendwie visuell funktioniert. Arme verschränken. Arme mal in die Hüfte bitte. Kopf ein bisschen höher. In der Szene hat sich Dirk längst einen Namen gemacht. Das Shooting heute ist für ein Automagazin. Sonst arbeitet er viel für Bands, designt Plattencover und dreht Musikvideos. Das ist eigentlich alles grob,
Rock'n'Roll, wie so ich nenne. Oder ich nenne es Cool Lifestyle. Also es sind Bands, Motorräder, Autos, amerikanische Autos, alte Motorräder, Pin-Ups, alles, was für mich rockt. Jessie ist ebenfalls Freiberuflerin. Sie moderiert Events und arbeitet als Redakteurin für ein Tattoo-Magazin. Heute muss sie zusammen mit ihrem Chef das neue Layout auswählen. Wir können zum Glück das machen, was auch unser Hobby ist letztendlich. Also wir verbinden Hobby und Beruf und somit kommen wir viel rum. Wir sind eh immer unterwegs, das ganze Jahr auf Veranstaltungen, Custom Culture, Tattoo Conventions und so weiter und so fort. Und das dann zu verbinden mit dem Job, mit dem man auch Geld verdient, das ist perfekt. Rock'n'Roll und Tattoos waren schon immer Jessies Leidenschaft. Ich finde einfach die alten Horrorfilme schön hier in Frankenstein, Frankensteins Braut. Dann den ersten Dracula, der Bela Lugosi. Ich mag einfach die Atmosphäre von diesen alten Filmen aus den 30er bis 50er Jahren. Und somit habe ich mir die tätowieren lassen. Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Es geht mit Mick weiter auf der Baustelle. Lasieren steht auf dem Plan. Du machst mir das jetzt einmal vor? Soll ich? Muss ich? Das weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oh, okay. Vertraust du mir? Ich vertraue dir, aber ich zeig's dir trotzdem besser. So, nicht zu tief. Du siehst, er passt. Man braucht jetzt nicht extra mal kurz abtropfen lassen, direkt einmal drehen. Dann geht die Flüssigkeit von rechts nach links, von oben nach unten. Man tropft nicht so viel. Und dann einfach nur, guck mal hier, auftragen. Einfach der Länge nach. Einfach nur schön vor allen Dingen damit in die Rillen reinreiben und vorsichtig, nicht ausplatschen lassen, weil dann spritzt ja alles voll. Deshalb auch die Schutzkleidung. Ja. Ne? Die Balken sind für die Dachkonstruktion. Lasieren schützt sie gegen Verwitterung. Lange Bahnen ziehen, lang. Ich sag doch, ja. Hula. Ja, das ist genau. Also es hat wirklich was von Hula Hula. Hula Hula. Also der Hula-Tanz wäre eine gute Streichübung, beziehungsweise Streichen ist gut für Hula-Tanzübungen. Ja, dann üben wir das jetzt. Ja. Wir haben ja noch genug Balken. Ne? Mit Hüftschwung geht's direkt viel einfacher. Ja, das ist sehr meditativ. Also das könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen sozusagen. Kein Problem, Balken gibt's genug. Auch mit der Hütte geht's endlich weiter. Bauherr Dirk ist zurück und voller Tatendrang. Guck mal hier am besten unter den Drahtschrauben, damit er nicht runterrutschen kann. Ja, bringst mir noch ein Schräubchen. Verzinkte Schrauben rosten nicht so schnell. Damit werden die Schilfrohrmatten an der Hütte befestigt. Guck mal, Dirk, ich hab schon Aua. Komm mal her, ich pusten oder? Ja. Danke. Das brennt. Oh. Ich hab gehört, es hat sich jemand verletzt. Ja, aber ich nicht. Nee, der Profi. Ja, klar. Guck mal, Mick, ich hab genau das Richtige für dich. Ein Sesamstraßenpflaster. Warum lachst du da unten? Guck mal da. Schön mit Miss Tiffy. Welcher Charakter er wohl wäre? Oscar? Yes. Oder Grobi? Wahrscheinlich. Die zwei können jetzt Daumenkino spielen. Ne? Jessie hat ihren Teil der Arbeit erledigt. Die Balken fürs Dach sind lasiert. Wie sieht's bei den Jungs aus? Noch schnell eine Türöffnung schneiden. Dann ist wenigstens das Minimalziel für heute erreicht. Hat er das denn gut gemacht? Ja, er hat mir so viel gelacht. Also der ist nicht wirklich... Gefordert. Guck mal, siehst du irgendeine Schweißperle auf der Stirn oder irgendwas von wegen Arbeit? Der Akkuschrauber alles alleine gemacht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Der hat eigentlich wie ein kleiner Junge die ganze Zeit nur irgendwelche Flausen und Flachsen im Kopf, so muss man es leider mal sagen. Du kannst den morgen noch mal so ein bisschen, glaube ich, rannehmen. Hm? Ordentlich. Hm? Keine Sorge, auf Dirk wartet noch viel Arbeit. Denn die drei haben sich viel vorgenommen. Einen Hawaii-Garten mitten in Bonn. Mit Hütte, großer Beachfläche, dazu ein Dach mit Segeltuch und darunter eine Tiki-Bar. Eine große Grill- und Feuerstelle und viel Deko sollen den Look perfekt machen. Bisher ist aber gerade mal das Dachfundament und die Hütte geschafft. Und bis zur Einweihungsparty bleiben nur noch 3 Tage. Heute Abend muss das Dach stehen. Du weißt, was wir vorhaben. Ja, wir wollen heute arbeiten, Balken aufstellen. Gut, hast du ungefähr eine Ahnung, wie das jetzt von sich geht oder muss ich alles erklären? Muss ich ganz von vorne anfangen? Ja, bei den Blümchen. Das Dach muss stabil sein und soll trotzdem leicht wirken. Es besteht aus einer festen Balkenkonstruktion plus Segeltuch. Die lasierten Balken müssen genau senkrecht stehen. Dann werden sie unten mit den einbetonierten Balkenschuhen verschraubt. Wichtig, Kontermutter und Unterlegscheibe verwenden. Ich würde den festen Schlüssel hinten draufsetzen und vorne dann mit der Ratsche arbeiten. Nee, genau, ich meine andersrum.
Ja, aber so, weil wenn du da, wo du festziehst, die Ratsche nimmst, weißt du, brauchst du nicht mal abzusetzen. Ja, das kann ja jeder. Du bist schon ein klein wenig beratungsresistent, ne? Meinst du? So manchmal. Ja, manchmal ja. Nee, aber ich finde es ja auch gut, dass du deinen eigenen Kopf hast. Weil wenn dir das ganze Ding dann später auf den Kopf fällt, ne, weißt du, woher das kommt. Guck mal, hält doch. Ja, geil. Nee. Nach dem gleichen Prinzip soll Dirk jetzt die restlichen Balken setzen. Doch schon beim ersten fehlt die Unterlegscheibe. Ich hab wieder was vergessen. Auweia. Also Schraube wieder raus, neu machen. Mal sehen, wie Dirk alleine mit dem Dach klarkommt. Mick und Jesse wollen nämlich Gas geben und endlich die Tiki-Bar bauen. Sie soll später das Herzstück der Beach-Ecke sein. Sie muss also cool aussehen und gleichzeitig wetterfest sein. Die Tiki-Bar besteht aus Siebdruckplatten, Kanthölzern, Schilfrohr und Bambus. Für insgesamt 507 Euro. Aus den Kanthölzern werden zunächst Rahmen gebaut. Jesse zeigt beim Bohren und Schrauben genauso viel Geduld wie im Alltag mit ihrem Liebsten. Langweilig wird's nie. Und ich habe ja italienisches Temperament, das heißt, auch für ihn wird es nicht langweilig. Woher hast du italienisches Temperament? Meine Mutter ist Italienerin. Ah, okay. Mhm. Das heißt, wenn er wieder seine 5 Minuten kriegt, kann es sein, dass durchaus auch mal Türen knallen oder ähnliches. Weiter geht's mit der Bar. Auf die Rahmen kommen Siebdruckplatten. So entstehen nach und nach einzelne Thekenelemente. Die soll Jesse jetzt verkleiden. Kontrolle bei Dirk. Hat er die Balken wirklich gerade hingekriegt? Dafür, dass ich nur auf einem Auge sehe, ist es doch ganz okay, oder? Dafür, dass du nur mit einem Auge hörst, ist ganz gut, ja. Nee. Nee, alles, also bin ich ja schon. Dich kann man laufen lassen, ne? Aber nicht so lange. Der Dirk hat hier echt richtig gute Arbeit geleistet. Ich bin ein bisschen überrascht, möchte ich sogar sagen. Lob von Meister Mick. Da arbeitet es sich gleich doppelt so schnell. Die Dachkonstruktion nimmt Formen an. Zeit für ein Gespräch unter Männern. Jesse und du, ihr zwei habt euch nicht nur gesucht, ihr habt euch einfach gefunden. Ne? Wir haben uns über das Magazin, wo sie gearbeitet hat, kennengelernt. Ich war Fotograf und sie hat einen Artikel über mich geschrieben. Und dann haben wir uns auf der Messe irgendwann getroffen und eigentlich der Klassiker. Sie ruft hinter mir her, Dirk, Dirk. Und ich höre sie nicht so wie heute, weil ich bin ja taub oder schwerhörig. Und ja, so zieht sich das bis heute durch. Aber irgendwie funktioniert es gut. Gar nicht gut läuft es mit dem Wetter. An draußen werkeln ist nicht mehr zu denken. Zwangspause und Zeit für ein Pläuschen beim Kaffee. Wie hat Jesse das Kennenlernen mit Dirk erlebt? Ich wollte den gar nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil der Dirk ist so ein bisschen Hans Kuck in die Luft. Und das wirkt auch oft auf viele Leute, weil er nicht grüßt, weil er an Leuten vorbeirennt. Sehr arrogant. Das ist aber überhaupt nicht seine Intention, sondern er kriegt es einfach nicht mit. Der ist Künstler. Der ist so ein bisschen in seiner Welt und ist so auf einem anderen Planeten. Und ich habe das am Anfang auch gedacht. Was ein arroganter Idiot, ganz ehrlich gesagt. Ja, wollte ich nicht. Dann haben wir uns immer öfter gesehen. Ich habe immer mehr Bilder von ihm gekauft. Wir haben viel telefoniert und da gab eins das andere. Und dann bist du seinem Charme erlegen. Gibt's und dann bin ich seinem Charme erlegen quasi, ja. Gut 5 Jahre sind die beiden jetzt ein Paar. Die Arbeit hat sie zusammengeführt. Durch die Arbeit kommen sie auch heute noch viel rum. Wir sind beide im Sommer relativ viel unterwegs. Wir sind fast jedes Wochenende auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Wenn es irgendwie geht, lassen wir uns natürlich zusammen buchen. Er Fotograf, ich Moderation oder so. Und dann sind wir echt, also wie gesagt, letztes Jahr waren wir von April bis Oktober, glaube ich, insgesamt 4 Wochenenden zu Hause. Das ist ja ein nomadenhaftes Leben. Ja. Sohnemann Quentin war schon als Baby immer mit dabei. Man muss schon mehr organisieren, klar. Bevor Quentin da war, war es natürlich so, ach, fahren wir da hin, ja, fahren wir hin, eingepackt, losgefahren. Jetzt musst du organisieren, nehmen wir ihn mit und wenn ja, ist jemand vor Ort, wenn wir beide arbeiten, der uns helfen kann. Also wir haben schon Omas, Opas mitgenommen, extra Hotelzimmer gebucht und die haben dann tagsüber auf den Kleinen aufgepasst. Der macht das super mit. Also der Quentin ist immer mit dabei. Der ist auch der Liebling von allen immer. Der schäkert mit allen, der ist total der Poser. Also sobald er eine Kamera sieht oder weiß, es ist Action angesagt, dann spielt er auch gut mit. Der Regen ist vorbei. Quentin kann wieder draußen spielen. Auch die Großen müssen weitermachen. Endlich bekommt die Tiki-Bar ihr Finish. Die Schilfrohrmatten kann Jesse einfach drauftackern und den Bambus anschrauben. Sieht gut aus.
Aber Boden und Dach sind noch längst nicht fertig. Wir kommen nicht ganz so voran wie geplant. Es gibt kein Zurück mehr, nein, aber das war uns klar. Und wir haben auch Vertrauen in Mick. Wir müssen jetzt wie immer, ne, zügig Gas geben, viel schrauben, um dann im Endeffekt wirklich eine Party feiern zu können. Der vorletzte Bautag steht an und der hat es in sich. Heute wird der Sand für die extra große Beachfläche geliefert. Heute ist der große Strandtag, ne? Heute möchte ich hier gerne Strand, sprich Sand sehen. Das heißt aber auch, dass wir verdammt viel Arbeit haben. Dementsprechend reiche ich euch beiden jetzt mal so einen Stechspaten. Abtragen solltet ihr, guckt mal hier ungefähr, ab Mitte, hier muss die Grasnarbe weg, weil wir haben ja einen tierischen Hubbel drin. Ja, das geht echt richtig fett nach oben und das ist ganz doof, weil wenn wir da Sand drauf streuen, rutscht uns immer runter. Es hilft nichts. Der Hubbel muss weg. Heißt für Jesse und Dirk, zentnerweise Erde abtragen. Na, wenigstens hat Dirk seinen Humor nicht verloren. Winkel und rein. Für die Sandfläche brauchen die drei einen Holzrahmen, ein Unkrautvlies und 4 Kubikmeter Sand. Alles zusammen für gute 500 Euro. Der Sand wird zum Glück geliefert. Allerdings nur bis an die Straße. Gut 200 Meter vom Hausgarten entfernt. Ich glaube, die Buddelei war bisher das Anstrengendste. Aber die haben wir zum Glück hinter uns gebracht. Jetzt schlagen wir hier noch ein paar Nägel oder so was ein und dann ist gut. Denkste, Dirk. Jetzt geht die Plackerei erst richtig los. Der Rahmen wird in den Boden geschlagen. Auf die Fläche kommt ein Unkrautvlies, damit nichts durch den Sand wachsen kann. Apropos Sand. Wir müssen jetzt den Sand von vorne von der Straße einmal hierher schaffen. Das Vlies ist ausgelegt. Das heißt, wir brauchen 2 vorne, die in die Schubkarren schippen. 2, die rennen und der Rest schippt hier schön, ne? Einmal schön auf die Fläche. Jesse hat Nachbarn und Freunde zusammengetrommelt. Die Hilfe haben sie auch bitter nötig. Es soll heute noch regnen. Bis dahin muss der Sand liegen. Was machst du denn da? Wie lange soll das denn dauern, immer mein Freund? Du willst jetzt hier jede Schubkarre willst du jetzt einzeln ausschütten. Ich wollte nur den Grundstein legen. Scheint ihm nicht viel daran gelegen zu sein, dass es richtig schnell geht. Das heißt, Karre rein, umkippen, raus, nächste. Weil da liegen draußen 4 Kubik von diesem Sand. Und wenn wir das so machen, wie der Dirk das möchte, dann wird das heute nichts mehr. So, aber jetzt wirklich hier rein mit dem Zeug, drauf gekippt. Und einer verteilt direkt ein bisschen. Und der nächste kommt an. Ne, jetzt. Also keine Zeit verlieren und ordentlich ranklopfen. Sogar Quentin hilft. Ist ja schließlich auch sein XXL-Sandkasten. Und dann passiert es doch. Es schüttet. Doch dank der Hilfe ist alles gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Jungs, Mädels, vielen Dank. Das wird toll. Ah. Ihr seid die Geilsten. Yeah. Renate? Ich? Ja, du auch immer. Für Quentin hat sich die Aktion gelohnt. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt eine Tiki-Bar wird oder eher ein riesen Sandkasten für meinen Sohn, weil der hat sich schon eingenistet in der ganzen Geschichte. Das, was wir hier noch machen müssen, die vielen kleinen Arbeiten und vor allem das Dekorieren hinterher, damit es wirklich nach Hawaii oder Tiki-Bar aussieht, das wird noch ein bisschen dauern. Für heute sind alle platt. Aber eine Sache wollen Jesse, Dirk und Quentin unbedingt noch angehen. Besuch bei Mace, einem Freund. Na? Was ist Quentin? Na? Hi. Wir haben dir was Schönes mitgebracht. Cool. Ein Surfboard. Okay. Das brauchen wir für unsere Tiki-Bar. Ja. Vielleicht könntest du das ein bisschen anmalen. Ja klar, mach ich. Was wollt ihr haben? Und zwar wird das nachher so quer hinter die Bar gehängt. Das heißt, okay. Du hast die komplette... Ja, lass dir was einfallen. Mace ist ein sehr, sehr guter Freund von uns. Den kennen wir auch schon einige Jahre. Das ist auch der Patenonkel von Quentin. Und das ist ein Pinstriper, Tätowierer, Graffiti-Artist. Der macht alles, was so mit Kunst zu tun hat. Wenn du dem irgendeinen Pinselstift, egal was, in die Hand gibst, der macht das eigentlich immer zu Gold. Ein richtiges Naturtalent. Der Mace ist eigentlich so in Deutschland oder in Europa einer der Top-Leute in dem Bereich. Also eine echt coole Sau und ein super Künstler. Mace hat sogar schon für Promis wie Sebastian Vettel gearbeitet. Alles frei Hand. Mal sehen, was er sich für die Tiki-Bar ausdenkt. Der letzte Tag ist angebrochen. Am Abend soll die Party steigen. So, ihr lustigen zwei. Basis ist vorbereitet, das heißt, es sieht schon ein bisschen nach Hawaii aus, nach Strand, ne? Definitiv. Kann man so sagen, ja. Aber es gibt noch verdammt viel zu tun, bis es hier wirklich nach Tiki-Bar aussieht, ne? Es fehlt noch eine ordentliche Feuerstelle. Die besteht aus feuerfesten Bruchsteinen und einem Schwenkgrill.
für insgesamt 129 Euro. Dirk hat ein Loch gegraben. 50 cm tief, knapp einen Meter Durchmesser. Feuerstelle fertig. Endspurt im Hawaii-Garten. Bambus und ein Segeltuch sorgen für die richtige Atmosphäre. Endlich kann die fertige Tiki-Bar an ihren Platz. Seppelhase, komm jetzt. Geh mal darüber. Jesse, der zankt. Klar, ist der Mick der Profi und der Dirk so ein bisschen der Clown. Aber ich glaube, die harmonieren ganz gut. Du musst aber sagen, wenn du absetzt. Komm, ich setz ab. So? Du kriegst heute nichts zu trinken, wenn du so weitermachst. Ich hab schon oben. Komm, jetzt heb hoch hier. Wohin willst du denn überhaupt? Ungefähr hier. Mick und Dirk, mittlerweile ein echtes Dreamteam. Die Bar wird aus drei Teilen zusammengesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Dirk hat ein altes Surfboard besorgt. Ein bisschen was absägen oder auch durchhauen. Und ab damit in den Sand. Wieder ein Stückchen mehr Hawaii-Feeling. Davon hat Jesse noch viel mehr im Angebot. Die Deko hat sich über die Jahre angesammelt. Dann bringen wir immer von Reisen was mit. Das ist zum Beispiel Frankies Tiki Bar, ist in Las Vegas. Da haben wir die mitgebracht. Oder ein anderer befreundeter Künstler hat das hier dann designt. Und so kam über die Jahre schon einiges zusammen. An der neuen Tiki Bar im Garten kommen die Erinnerungsstücke endlich richtig zur Geltung. Viele bunte Accessoires verleihen dem Ganzen den letzten Schliff. Was macht, du musst, weißt du, was man, Deko, pass auf, mach mal so, das ist jetzt Deko. So, Deko. Hör mal, du bist nicht der König von Mallorca, du bist der Deko-König von Hawaii. Ein paar schräge Tiki-Figuren noch und dann kann zum Schluss das Highlight an die Bar. Pinstriper Mace hat das Deko-Board rechtzeitig fertig bemalt. Jetzt könnt ihr Party machen. Yay! Einmal einschlagen. Einmal und das letzte Mal. Du hast ja doch Kraft. Ja, die hebe ich mir für andere Dinge auf. Ich werde die ganzen Arbeiten hier nicht gemerkt. Noch vor kurzem war die Ecke ein öder Fleck im Garten. Rund um die Wellblechhütte lag Schutt und alles gammelte vor sich hin. An gleicher Stelle jetzt echtes Hawaii-Feeling. Wellness statt Wellblech. Eine Tiki-Bar, die man so originalgetreu im Rheinland nicht vermuten würde. Mix Tiki Hut kann sich wirklich sehen lassen. Das Ergebnis ist Knaller. Also hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Es ist richtig, richtig toll geworden. Und ich glaube, da haben wir so eine richtig kleine Wohlfühloase für den Sommer jetzt. Cool. Bambus und die Matten und schön mit Sand. Ich werde nachher erstmal, glaube ich, die Schuhe ausziehen und die Augen zumachen. Und dann sind wir genau am Hawaii Beach. Am Hawaii Beach? Am Hawaii Beach. Die Party kann steigen. Knapp 50 Leute sind neugierig zur Einweihung gekommen. Ja, super. Echt Bombe. Tiki Bar finde ich richtig super. Die ist noch besser geworden, als ich mir das vorher gedacht hatte. Aber schön geworden. Ich bin ein bisschen neidisch. Vor allem, weil das so amtlich gemacht worden ist mit Folie drunter. Da kommt kein Unkraut mehr bisher wahrscheinlich. Bühne frei für einen fetten Partyabend. Mehr Hawaii geht in Bonn nun wirklich nicht. Der ganz spezielle Freudentanz ist also mehr als berechtigt. Auch mit der Hütte geht's endlich weiter. Bauherr Dirk ist zurück und voller Tatendrang. Guck mal hier am besten unter den Drahtschrauben, damit er nicht runterrutschen kann. Ja, bringst mir noch ein Schräubchen. Verzinkte Schrauben rosten nicht so schnell. Damit werden die Schilfrohrmatten an der Hütte befestigt. Guck mal, Dirk, ich hab schon Aua. Komm mal her, ich will pusten, oder? Ja. Danke. Das brennt. Oh. Ich hab gehört, es hat sich jemand verletzt. Ja, aber ich nicht. Nee, der Profi? Ja, klar. Hör mal, Mick, ich habe genau das Richtige für dich. Ein Sesamstraßenpflaster. Warum lachst du da unten? Guck mal da. Schön mit Miss Tiffy. Welcher Charakter er wohl wäre? Oscar? Yes. Oder Grobi? Wahrscheinlich. Die zwei können jetzt Daumenkino spielen. Jesse hat ihren Teil der Arbeit erledigt. Die Balken fürs Dach sind lasiert. Wie sieht's bei den Jungs aus? Noch schnell eine Türöffnung schneiden. Dann ist wenigstens das Minimalziel für heute erreicht. Hat er das denn gut gemacht? Ja, er hat mir zu viel gelacht. Also der ist nicht wirklich
Guck mal, siehst du irgendeine Schweißperle auf der Stirn oder irgendwas von wegen Arbeit? Der Akkuschrauber, alles alleine gemacht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Er hat eigentlich wie ein kleiner Junge die ganze Zeit nur irgendwelche Flausen und Flachsen im Kopf, so muss man es leider mal sagen. Du kannst den morgen noch mal so ein bisschen, glaube ich, rannehmen. Ordentlich. Keine Sorge, auf Dirk wartet noch viel Arbeit. Denn die drei haben sich viel vorgenommen. Einen Hawaii-Garten mitten in Bonn. Mit Hütte, großer Beachfläche, dazu ein Dach mit Segeltuch und darunter eine Tiki-Bar. Eine große Grill- und Feuerstelle und viel Deko sollen den Look perfekt machen. Bisher ist aber gerade mal das Dachfundament und die Hütte geschafft. Und bis zur Einweihungsparty bleiben nur noch 3 Tage. Heute Abend muss das Dach stehen. Du weißt, was wir vorhaben. Ja, wir wollen heute arbeiten, Balken aufstellen. Gut, hast du ungefähr eine Ahnung, wie das jetzt von sich geht oder muss ich alles erklären? Muss ich ganz von vorne anfangen? Ja, bei dem Blümchen. Das Dach muss stabil sein und soll trotzdem leicht wirken. Es besteht aus einer festen Balkenkonstruktion plus Segeltuch. Die lasierten Balken müssen genau senkrecht stehen. Dann werden sie unten mit den einbetonierten Balkenschuhen verschraubt. Wichtig, Kontermutter und Unterlegscheibe verwenden. Ich würde den festen Schlüssel hinten draufsetzen und vorne dann mit der Ratsche arbeiten. Nee, genau, ich meine andersrum. Ja, aber so weil wenn du da, wo du festziehst, die Ratsche nimmst, weißt du, brauchst du nicht immer abzusetzen. Ja, das kann ja jeder. Du bist schon ein klein wenig beratungsresistent, ne? Meinst du? So manchmal. Ja, manchmal ja. Nee, aber ich find's ja auch gut, dass du deinen eigenen Kopf hast. Weil wenn dir das Ganze dann später auf den Kopf fällt, ne, weißt du, woher das kommt. Guck mal, hält doch. Ja, geil. Nee. Nach dem gleichen Prinzip soll Dirk jetzt die restlichen Balken setzen. Doch schon beim Der letzte Tag ist angebrochen. Am Abend soll die Party steigen. So, ihr lustigen zwei. Basis ist vorbereitet. Das heißt, es sieht schon ein bisschen nach Hawaii aus, nach Strand, ne? Definitiv. Kann man so sagen, ja. Aber es gibt noch verdammt viel zu tun, bis es hier wirklich nach Tiki-Bar aussieht, ne? Es fehlt noch eine ordentliche Feuerstelle. Die besteht aus feuerfesten Bruchsteinen und einem Schwenkgrill. Für insgesamt 129 Euro. Dirk hat ein Loch gegraben. 50 cm tief, knapp 1 Meter Durchmesser. Feuerstelle fertig. Endspurt im Hawaii-Garten. Bambus und ein Segeltuch sorgen für die richtige Atmosphäre. Endlich kann die fertige Tiki-Bar an ihren Platz. Seppelhase, komm jetzt. Geh mal darüber. Jesse, der zankt. Klar, ist ja Mick der Profi und der Dirk so ein bisschen der Clown. Aber ich glaube, die harmonieren ganz gut. Du musst aber sagen, wenn du absetzt. Komm. Ich setz ab. So? Du kriegst heute nichts zu trinken, wenn du so weitermachst. Ich hab schon oben. Komm, jetzt heb hoch hier. Wohin willst du denn überhaupt? Ungefähr hier. Mick und Dirk, mittlerweile ein echtes Dreamteam. Die Bar wird aus 3 Teilen zusammengesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Dirk hat ein altes Surfboard besorgt. Ein bisschen was absägen oder auch durchhauen. Und ab damit in den Sand. Wieder ein Stückchen mehr Hawaii-Feeling. Davon hat Jesse noch viel mehr im Angebot. Die Deko hat sich über die Jahre angesammelt. Dann bringen wir immer von Reisen was mit. Das ist zum Beispiel Frankies Tiki Bar ist in Las Vegas. Da haben wir die mitgebracht. Oder ein anderer befreundeter Künstler hat das hier dann designt. Und so kam über die Jahre schon einiges zusammen. An der neuen Tiki Bar im Garten kommen die Erinnerungsstücke endlich richtig zur Geltung. Viele bunte Accessoires verleihen dem Ganzen den letzten Schliff. Was macht? Du musst, weißt nicht, was Deko, pass auf, mach mal so. Das ist jetzt Deko. So, Deko. Hör mal, du bist nicht der König von Mallorca, du bist der Deko-König von Hawaii. Ein paar schräge Tiki-Figuren noch und dann kann zum Schluss das Highlight an die Bar. Pinstriper Mace hat das Dekoboard rechtzeitig fertig bemalt. Jetzt könnt ihr Party machen. Yay! Einmal einschlagen. Einmal und das letzte Mal. Du hast ja doch Kraft. Ja, die hebe ich mir für andere Dinge auf. Ich werde die ganzen Arbeiten hier nicht gemerkt. Noch vor kurzem war die Ecke ein öder Fleck im Garten. Rund um die Wellblechhütte lag Schutt und alles gammelte vor sich hin. An gleicher Stelle jetzt echtes Hawaii-Feeling. Wellness statt Wellblech. Eine Tiki-Bar, die man viel unterwegs. Wir sind fast jedes Wochenende auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Wenn es irgendwie geht, lassen wir uns natürlich zusammen buchen. Er Fotograf, ich Moderation oder so.
Und dann sind wir echt, also wie gesagt, letztes Jahr waren wir von April bis Oktober, glaube ich, insgesamt 4 Wochenenden zu Hause. Das ist ja ein nomadenhaftes Leben. Ja. Sohnemann Quentin war schon als Baby immer mit dabei. Man muss schon mehr organisieren, klar. Bevor Quentin da war, war es natürlich so, ach, fahren wir da hin, ja, fahren wir hin, eingepackt, losgefahren. Jetzt musst du organisieren, nehmen wir ihn mit und wenn ja, ist jemand vor Ort, wenn wir beide arbeiten, der uns helfen kann. Also wir haben schon Omas, Opas mitgenommen, extra Hotelzimmer gebucht und die haben dann tagsüber auf den Kleinen aufgepasst. Der macht das super mit. Also der Quentin ist immer mit dabei. Der ist auch der Liebling von allen immer. Der schäkert mit allen, der ist total der Poser. Also sobald er eine Kamera sieht oder weiß, es ist Action angesagt, dann spielt er auch gut mit. Der Regen ist vorbei. Quentin kann wieder draußen spielen. Auch die Großen müssen weitermachen. Endlich bekommt die Tiki-Bar ihr Finish. Die Schilfrohrmatten kann Jesse einfach drauftackern und den Bambus anschrauben. Sieht gut aus. Aber Boden und Dach sind noch längst nicht fertig. Wir kommen nicht ganz so voran wie geplant. Es gibt kein Zurück mehr, nein, aber das war uns klar. Und wir haben auch Vertrauen in Mick. Wir müssen jetzt wie immer, ne, zügig Gas geben, viel schrauben, um dann im Endeffekt wirklich eine Party feiern zu können. Der vorletzte Bautag steht an und der hat es in sich. Heute wird der Sand für die extra große Beachfläche geliefert. Heute ist der große Strandtag, ne? Heute möchte ich hier gerne Strand, sprich Sand sehen. Das heißt aber auch, dass wir verdammt viel Arbeit haben. Dementsprechend reiche ich euch beiden jetzt mal so einen Stechspaten. Abtragen solltet ihr, guckt mal hier ungefähr, ab Mitte, hier muss die Grasnarbe weg, weil wir haben ja einen tierischen Hubbel drin. Ja, das geht echt richtig fett nach oben und das ist ganz doof, weil wenn wir da Sand drauf streuen, rutscht er uns immer runter. Es hilft nichts. Der Hubbel muss weg. Heißt für Jesse und Dirk, zentnerweise Erde abtragen. Na, wenigstens hat Dirk seinen Humor nicht verloren. Winkel und rein. Für die Sandfläche brauchen die drei einen Holzrahmen, ein Unkrautvlies und 4 Kubikmeter Sand. Alles zusammen für gute 500 Euro. Der Sand wird zum Glück geliefert. Allerdings nur bis an die Straße. Gut 200 Meter vom Hausgarten entfernt. Ich glaube, die Buddelei war bisher das Anstrengendste. Aber die haben zum Glück hinter uns gebracht. Jetzt schlagen wir hier noch ein paar Nägel oder sowas ein und dann ist gut. Denkste, Dirk. Jetzt geht die Plackerei erst richtig los. Der Rahmen wird in den Boden geschlagen. Auf die Fläche kommt ein Unkrautvlies, damit nichts durch den Sand wachsen kann. Apropos Sand. Wir müssen jetzt den Sand von vorne von der Straße einmal hierher schaffen. Das Vlies ist ausgelegt. Es geht ja darum, ich möchte jetzt hier Dachlatten draufschrauben. Blech dünn. Dachlatte ist dicker. Man schraubt niemals vom Dicken ins Dünne, wenn man irgendwas haben will, was halten möchte, sondern immer vom Dünnen durch ins Dicke rein. Aber wem sage ich das? Wem sage ich das? Ne? Einem alten Gärtner. Also ich versuche jetzt natürlich den Dirk ein bisschen ans Arbeiten zu kriegen, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, der nimmt das nicht so wirklich ernst. Also so kommt es zumindest bei mir an. Also einer von uns, ich weiß noch nicht wer, hält jetzt immer eine Latte und der andere schraubt von innen mit selbstschneidenden Blechschrauben, zack. Durch. Ich denke mal, ich weiß, was er möchte, ja. Ich werde ihn da ein bisschen zur Hand gehen, damit das auch funktioniert. Kriegen wir hin. Das sieht so aus. Dirk hält die Latten, Mick schraubt. Jetzt drücken. Freestyle Rock'n'Roll. Die Unterkonstruktion ist dran. Und Dirk hat sich dabei nicht gerade verausgabt. Ein bisschen mehr Action könnte noch sein. Also die paar Dachlatten anmontieren ist okay, aber ich glaube, es geht gleich mal richtig zur Sache. Aber vorerst nicht auf der Hüttenbaustelle. Dirk muss arbeiten. Unterwegs mit Model und cooler Karre. Ein Fotoshooting steht an. Ja, meine Berufsbezeichnung ist relativ schwierig. Ich sage eigentlich immer, ich bin Grafikdesigner, Filmemacher und Fotograf. Also ich mache eigentlich alles, was irgendwie visuell funktioniert. Arme verschränken. Arme mal in die Hüfte bitte. Kopf ein bisschen höher. In der Szene hat sich Dirk längst einen Namen gemacht. Das Shooting heute ist für ein Automagazin. Sonst arbeitet er viel für Bands, designt Plattencover und dreht Musikvideos. Das ist eigentlich alles grob Rock'n'Roll, wie so ich nenne. Oder ich nenne es Cool Lifestyle. Also es sind Bands, Motorräder, Autos, amerikanische Autos, alte Motorräder, Pin-Ups, alles, was für mich rockt. Jessie ist ebenfalls Freiberuflerin. Sie moderiert Events und arbeitet als Redakteurin für ein Tattoo-Magazin. Heute muss sie zusammen mit ihrem Chef das neue Layout auswählen.
Wir können zum Glück das machen, was auch unser Hobby ist letztendlich. Also wir verbinden Hobby und Beruf und somit kommen wir viel rum. Wir sind eh immer unterwegs, das ganze Jahr auf Veranstaltungen, Custom Culture, Tattoo Conventions und so weiter und so fort. Und das dann zu verbinden mit dem Job, mit dem man auch Geld verdient, das ist perfekt. Rock'n'Roll und Tattoos waren schon immer Jessys Leidenschaft. Ich finde einfach die alten Horrorfilme schön hier in Frankenstein, Frankensteins Braut, dann den ersten Dracula, der Bela Lugosi. Ich mag einfach die Atmosphäre von diesen alten Filmen aus den 30er bis 50er Jahren. Und somit habe ich mir die tätowieren lassen. Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Es geht mit Mick weiter auf der Baustelle. Lasieren steht auf dem Plan. Du machst mir das jetzt einmal vor? Soll ich? Muss ich? Ja, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oh, okay. Vertraust du mir? Mit ihrem Liebsten. Langweilig wird's nie. Und ich habe ja italienisches Temperament, das heißt, auch für ihn wird es nicht langweilig. Woher hast du italienisches Temperament? Meine Mutter ist Italienerin. Ah, okay. Mhm. Das heißt, wenn er wieder seine 5 Minuten kriegt, kann es sein, dass durchaus auch mal Türen knallen oder ähnliches. Weiter geht's mit der Bar. Auf die Rahmen kommen Siebdruckplatten. So entstehen nach und nach einzelne Thekenelemente. Die soll Jessie jetzt verkleiden. Kontrolle bei Dirk. Hat er die Balken wirklich gerade hingekriegt? Dafür, dass ich nur auf einem Auge sehe, ist es doch ganz okay, oder? Dafür, dass du nur mit einem Auge hörst, ist ganz gut, ja. Nee, alles, also bin ich ja schon, dich kann man laufen lassen, ne? Ja, aber nicht so lange. Der Dirk hat hier echt richtig gute Arbeit geleistet. Ich bin ein bisschen überrascht, möchte ich sogar sagen. Lob von Meister Mick. Da arbeitet es sich gleich doppelt so schnell. Die Dachkonstruktion nimmt Formen an. Zeit für ein Gespräch unter Männern. Jessie und du, ihr zwei habt euch nicht nur gesucht, ihr habt euch einfach gefunden. Ne? Wir haben uns über das Magazin, wo sie gearbeitet hat, kennengelernt. Ich war Fotograf und sie hat einen Artikel über mich geschrieben. Und dann haben wir uns auf der Messe irgendwann getroffen und eigentlich der Klassiker, sie ruft hinter mir her, Dirk, Dirk. Und ich höre sie nicht so wie heute, weil ich bin ja taub oder schwerhörig. Und ja, so zieht sich das bis heute durch. Aber irgendwie funktioniert es gut. Gar nicht gut läuft es mit dem Wetter. An draußen werkeln ist nicht mehr zu denken. Zwangspause und Zeit für ein Pläuschen beim Kaffee. Wie hat Jessie das Kennenlernen mit Dirk erlebt? Ich wollte den gar nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil der Dirk ist so ein bisschen Hans Kuck in die Luft. Und das wirkt auch oft auf viele Leute, weil er nicht grüßt, weil er an Leuten vorbeirennt. Sehr arrogant. Das ist aber überhaupt nicht seine Intention, sondern er kriegt es einfach nicht mit. Der ist Künstler. Der ist so ein bisschen in seiner Welt und ist so auf einem anderen Planeten. Und ich habe das am Anfang auch gedacht. Was ein arroganter Idiot, ganz ehrlich gesagt. Ja, wollte ich nicht. Dann haben wir uns immer öfter gesehen. Ich habe immer mehr Bilder von ihm gekauft. Wir haben viel telefoniert und da gab eins das andere. Und dann bist du seinem Charme erlegen. Gibt's und dann bin ich seinem Charme erlegen quasi, ja. Gut 5 Jahre sind die beiden jetzt ein Paar. Die Arbeit hat sie zusammengeführt. Durch die Arbeit kommen sie auch heute noch viel rum. Wir sind beide im Sommer relativ viel unterwegs. Wir sind fast jedes Wochenende auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Wenn es irgendwie geht, lassen wir uns natürlich zusammenbuchen. Er Fotograf, ich Moderation oder so. Und dann sind wir echt, also wie gesagt, letztes Jahr waren wir von April bis Oktober, glaube ich, insgesamt 4 Wochenenden zu Hause. Das ist ja ein Nomaden. Also alte Motorräder, Pin-Ups, alles, was für mich rockt. Jessie ist ebenfalls Freiberuflerin. Sie moderiert Events und arbeitet als Redakteurin für ein Tattoo-Magazin. Heute muss sie zusammen mit ihrem Chef das neue Layout auswählen. Wir können zum Glück das machen, was auch unser Hobby ist letztendlich. Also wir verbinden Hobby und Beruf. Und somit kommen wir viel rum. Wir sind eh immer unterwegs, das ganze Jahr auf Veranstaltungen, Custom Culture, Tattoo Conventions und so weiter und so fort. Und das dann zu verbinden mit dem Job, mit dem man auch Geld verdient, das ist perfekt. Rock'n'Roll und Tattoos waren schon immer Jessies Leidenschaft. Ich finde einfach die alten Horrorfilme schön. Hier in Frankenstein, Frankensteins Braut, dann den ersten Dracula, der Bela Lugosi. Ich mag einfach die Atmosphäre von diesen alten Filmen aus den 30er bis 50er Jahren. Und somit habe ich mir die tätowieren lassen. Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Es geht mit Mick weiter auf der Baustelle. Lasieren steht auf dem Plan.
Du machst mir das jetzt einmal vor? Soll ich? Muss ich? Ja, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oh, okay. Vertraust du mir? Ich vertraue dir, aber ich zeig's dir trotzdem besser. So, nicht zu tief. Du siehst, er passt. Man braucht jetzt nicht erst nochmal kurz abtropfen lassen, direkt einmal drehen. Dann geht die Flüssigkeit von rechts nach links, von oben nach unten. Man tropft nicht so viel. Und dann einfach nur, guck mal hier, auftragen. Der Länge nach. Einfach nur schön vor allen Dingen damit in die Rillen reinreiben und vorsichtig, nicht ausplatschen lassen, weil dann spritzt ja alles voll. Deshalb auch die Schutzkleidung. Ja. Die Balken sind für die Dachkonstruktion. Lasieren schützt sie gegen Verwitterung. Lange Bahnen ziehen, lang. Ich sag doch, Hula. Ja, das ist genau. Also es hat wirklich was von Hula Hula. Hula Hula. Also der Hula-Tanz wäre eine gute Streichübung, beziehungsweise Streichen ist gut für Hula-Tanzübungen. Ja, dann üben wir das jetzt. Ja. Wir haben ja noch genug Balken, ne? Mit Hüftschwung geht's direkt viel einfacher. Ja, das ist sehr meditativ. Also das könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen, sozusagen. Kein Problem, Balken gibt's genug. Auch mit der Hütte geht's endlich weiter. Bauherr Dirk ist zurück und voller Tatendrang. Guck mal hier am besten unter den Drahtschrauben, damit er nicht runterrutschen kann. Ja, bring's mal noch ein Schräubchen. Verzinkte Schrauben rosten nicht so schnell. Damit werden die Schilfrohrmatten an der Hütte befestigt. Guck mal, Dirk, ich hab schon Aua. Komm mal her, ich will pusten, oder? Ja. Danke. Das brennt. Oh. Ich hab gehört, es hat sich jemand verletzt. Ja, aber ich nicht. Nee, der Profi. Ja, klar. Guck mal, Mick, ich hab genau das Richtige für dich. Ein Sesamstraßenpflaster. Warum lachst du da unten? Guck mal da. Und was machen die Berechnungen? So, 5 Meter? Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt so einen rechten Winkel und können jetzt den anderen letzten Außenpfosten bestimmen. Okay. Gut? Wunderbar. Die Position der Fundamente ist geklärt. Mit einer Richtschnur müssen die beiden jetzt noch die exakte Höhe festlegen. Wenn man am Anfang nicht aufpasst, dass man so genau wie möglich, am besten natürlich haargenau arbeitet, überträgt sich das von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt hinterher so ins die Extreme, dass das Ding hinterher total krumm und schief ist. Und das wollen wir ja nicht. Endlich kann Dirk den ersten Spatenstich setzen. 4 Löcher ausheben für die Balkenschuhe und dann Beton anmischen. Das sieht aber schon nicht gut aus, weil der soll ja nicht zu flüssig sein, weißt du? Ich mache ein bisschen schief und du schüttest mal so rein. Vorsicht mit der Schnur. Die Schnur ist nicht seins. Ich bin sehr ungeduldig, wenn es um Handwerkern geht. Also bei mir muss das eigentlich, oder generell, wenn ich was mache, muss man schnell Ergebnisse sehen. Und ich bin da relativ nachlässig, wenn es länger dauert. Das heißt, wenn wir das selber machen würden, würde das wahrscheinlich hinterher aussehen wie ein Eimer Scheiße. Gott, darf man das sagen? Mit Micks Hilfe soll alles ordentlich werden. Die ersten beiden Fundamente sind auch schon fertig. Die andere Seite muss Dirk alleine hinkriegen. Der soll ruhig mal was machen. Der kann auch mal was tun für sein Geld. Mick muss nämlich parallel weiter am Konzept basteln. Sein größtes Problem? Wie kriegt man hawaiianischen Tiki-Style in den Bonner Garten? Tiki kommt einfach daher, weil so diese ganze polynesische Kultur sehr stark in die Szene, in der wir uns bewegen, mit reinspielt. Das heißt, so dieses ganze Beach-Flair, Cocktail trinken am Strand, Hawaii, Surfen, das spielt da alles mit rein. Von daher ist das perfekt für uns. Jesse und Dirk haben zum Glück einiges an Accessoires zu Hause. Eine gute Deko-Basis. Ja, genau sowas hier. Genau das ist es. Also wie gesagt, so ein bisschen Schnickschnack haben wir schon da. Das können wir alles verbraten. Das ist gut. Ihr seid richtige Tiki-Fans, ne? Also richtig, richtig, richtig. Ja, ich denke, es gibt noch schlimmere Fans. Schlimm, was ist schlimm? Ja. Aber extremere Fans als uns. Aber es gefällt uns schon gut. Jetzt fehlen noch weitere Baumaterialien. Zum Beispiel was Stabiles und Wetterbeständiges für die Bar. Im Baumarkt gibt es viel Auswahl. Was eignet sich am besten für draußen? Mick setzt auf Siebdruckplatten. Siebdruckplatten wurden ursprünglich meines Wissens nach früher für eine Verschalung benutzt. Das heißt, wenn im Großbau, Straßenbau irgendwie was gegossen wurde mit Beton, hat man diesen Beton vorher oder beziehungsweise eine Schalung gemacht, einen großen Rahmen gebaut aus solchen Platten und dann wurde da Beton reingegossen. Die sind beschichtet. Das heißt, man kann die hinterher einfach wieder wegnehmen, ohne dass der Beton dann hängen bleibt. Okay. Heißt aber auch, dass sie natürlich Feuchtigkeit abkönnen.